Hi, cool, euch zu sehen. Hi. Grüß dich. Servus. Hi. Hi. Servus. Was ist los? Zu. Zu. Ich hab gedacht, es wäre schon zu spät. Ja. Mein Welt ist durch, ja. Beim Jahrschluss nicht mehr. Eine halbe Stunde lässt mich keiner. Leute, es ist in der Erlöserkirche heute Gottesdienst. Hier ist überhaupt nicht. Und erst um 14 Uhr. Was? 14 Uhr? Gottesdienst? Ja, natürlich. Ist jetzt mittags. So ein Blödsinn. Hätten wir ausschlafen können, wäre doch voll gut. Das einfallen lassen. Das ist schon perfekt. Herrlich. Schöne Mittag rein. Ich bin aufgestanden und jetzt. Komm, wir gehen. Erlöserkirche. Ja. Brauchen wir denn so lange hin? Okay. Aber ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, da ist ja der Clemens. Ach, Clemens. Clemens, was macht der? Ach, hi Clemens, bist du? Clemens, hi. Hi. Bist du der Einweiser? Jawohl. Stehst die Richtung zur Erlöserkirche? Genau. Wie weit ist noch? So 10 Minuten, dann seid ihr dort. Alles klar, okay, perfekt. Gottesdienst fängt euch an. Ja. So, hier sind wir also an der Erlöserkirche. Wenn ihr die Platanenallee hier seht, das ist die Osterholzallee, dann seid ihr richtig. An der Kreuzung zwischen der Osterholzallee und der Erbenstraße findet ihr dieses gelbliche Kirchengebäude, eine schöne Kirche, ein großer Innenhof, wo man schon parken kann. Ungefähr 10 bis 15 Parkplätze dürfen wir dort finden. Auf der anderen Seite ist der Kindergarten. Auch da sind nochmal, glaube ich, 3-4 Parkplätze. Und ansonsten in den Straßen hier findet ihr Parkplätze. Also die Parksituation ist nicht schlechter als vorher, wahrscheinlich sogar ein ganzes Stück besser. Jo. Ich gehe jetzt mal mit euch rein. Kommt mal mit, wir schauen es mal von innen an. Das ist die Erlöserkirche hier. Es sieht ganz anders aus. Es ist sehr weiträumig hier drinnen. Ja, es passen ca. 100 Leute rein, allein in diesen unteren Bereich hier. Wir werden Markierungen haben, dass man etwa 2 Meter Abstand halten wird. Das ist so die Regel in der evangelischen Kirche. Dazu gibt es oben noch eine Empore, wo auch noch mal einige Leute hinpassen werden. Wir dürften hier drin tatsächlich als Gemeinde unseren Platz finden. Ja, kann man in so einem kirchlichen Raum überhaupt einen freikirchlichen Gottesdienst feiern? Das geht, weil ihr seid dabei und wir werden einfach als Gemeinde hier diesen Platz einnehmen, den Raum für uns einfach auch ein Stück weit einnehmen und Gottesdienst feiern. Ganz normal, so wie wir das gewohnt sind und erwarten auch, dass Gottes Geist uns da hineingeführt hat. Das ist ein neuer Weg und ich hoffe, ihr lasst euch drauf ein. Und ich glaube, dass Gott uns hier auch wirklich Segen schenken wird in diesem Raum und auch vielleicht noch andere Menschen mit dazu führen wird, die das auch mit uns gemeinsam genießen und gestalten werden. Herzlich willkommen also zum nächsten Gottesdienst hier und das wird jetzt in Zukunft alle 2 Wochen unser Platz sein. Kann man sich gut merken, 2:2, alle 2 Wochen um 2 Uhr nachmittags. Also keine Ausreden, dass man nicht weiß, hey, wann ist jetzt wieder Gottesdienst, wann nicht. Alle 2 Wochen um 2. Ich freue mich auf euch und ich bin schon sehr gespannt auf die gemeinsame Zeit hier.